Jo, schönen guten Tag, der Era ist wieder da. Wir spielen World of Tanks und heute fahren wir den Grinsebernd. Ja, das ist mein VK 7501K. Das ist ein 8er Premium Heavy bei den Deutschen und ja, ich mag meinen Grinsebernd. Das ist ein schönes Fahrzeug. Wir sind im Westfield und ist natürlich, damit es sich lohnt, ein 10er Gefecht. So, Elder hat auch seinen Grinsebernd. Aber bei ihm ist der VK der Hasenpanzer. Guck mal, das ist auch ein schönes Bild. Ja, hier hatten wir einfach mal gute Laune und mussten mal unseren Panzer anmalen. Westfield als 10er. Mit Super Conqueror, so ein Typ 5 schweren und ach, was weiß ich, Objekt 907 und ach, wer ist der Fuchs? Naja, egal, was willst du machen. Plan war, wir fahren jetzt nicht ganz da hoch. Das bringt überhaupt nichts, weil null Kanonendepression. Da musst du dich komplett rausstellen, wenn du irgendwas schießen willst. Da bist du im Eimer. Was mag ich am VK? Ich mag an ihm, dass er eine geile 12,8 cm Kanone hat. Die große Löcherstanz, die für so ein Kaliber durchaus akkurat ist, mit der man gut arbeiten kann. Erinnert mich halt immer so ein bisschen an die E75 Kanone und mein E75 war toll. Und die Frontpanzerung ist geil, man kann damit gut sidescrapen, weil er einen hinten liegenden Turm hat. Also alles in allem sehr schönes Fahrzeug. Und da ist ein Objekt 705. Das kommt ihr einfach mal gucken. So, mein Freund, pass mal auf, ich bin hier im VK, ne? Im VK sitzt übrigens meine VK 3601H-Truppe und die ist eine gute. So, dieses Objekt 705, der will uns. Der will uns definitiv auf den Keks gehen. Jetzt ist er zugegangen. Achtung, wie auch immer er jetzt da hochgekommen ist, ohne aufzukurieren, aber das ist das Schönste. Da freut man sich. Ach, das ist so. Wie habe ich zum Elder gesagt, während wir das hier gespielt haben, habe ich gesagt, ja, die Russen, da ist das normal, dass das alles funktioniert. Aber wenn man im Deutschen genau mal so einen Move hinkriegt, mit man penetriert den anderen und man kann mal was bouncen, dann freut man sich halt. Ich habe mich tatsächlich übel gefreut. Und dann habe ich auch gesagt, dieses Replay muss ich euch jetzt mal zeigen, einfach weil ich bei den einzelnen Panzern tatsächlich relativ wenig Replays beisteuere in letzter Zeit. Da kommen viel von den Abonnenten, viel vom Elder. Ich selber habe gar nicht so viel. Gut, ich hau halt auch viele geile Replays, die ich so habe, immer in die traurig witzig Tralala-Geschichten. Und dann bleibt natürlich relativ wenig übrig, was man euch so einzeln zeigen kann. Weil ich spiele halt leider auch nicht so viel, wie ich gern möchte oder wie ich gern wollte. Corona sei Dank, spielen wir zurzeit wieder ein bisschen mehr, aber das wird ja auch nicht so bleiben. Gut, ansonsten steht 1-0 fürs Team, da ist ein AMX. Wir gehen hier immer wieder auf. Der Elder hat schon ganz schön Prügel bezogen, und zwar drüben von den Mediums. Die Mediums haben den Elder ganz schön auf den Frack gehauen und er hat gesagt, du, jetzt müssen wir da mal reinhalten. Und das meine ich mit, die Kanone ist halt tatsächlich ziemlich cool, weil die halt auch auf solche Entfernungen durchaus noch was trifft und Durchschlag und Schaden verteilt. Ist natürlich, man sollte natürlich keine 10er Belohnungspanzer damit beschießen. Keine Frage, auf dem Objekt 907 bounced man. Das ist so vorgesehen, das ist ganz klar, da wird nichts. So, jetzt habe ich gedacht, könnten wir dem nochmal eine geben. Ja, dann schießen wir mal ein bisschen die Bäume tot. Ist auch okay, wahlweise auch in Ordnung. Das 907 geht aber full retard. Also der haut sich jetzt komplett weg, habe ich das Gefühl. Der fährt jetzt volle Möhre da einfach rein. So, und jetzt kriegt er von allen Seiten hoffen. Ja, und dann ist er kaputt. Das ist schön, wenn sich die 10er Belohnungspanzer so wegschmelzen. Da frage ich mich, wie sind die dazu gekommen, wenn die so scheiße spielen? Also das tut mir leid, also wenn man so scheiße spielt. Naja, egal, ich werde jetzt nicht meine Vermutung äußern, aber ist mir schon ein paar Mal jetzt aufgefallen, dass so Belohnungspanzer unterwegs sind, wo man ehrlich gesagt nicht so richtig weiß, wie sind die Leute jemals dazu gekommen. So, Plan war jetzt, diesen AMX zu pushen. Und das ist der Moment, wo drüben alles aufgeht. Da ist ein Leo-Prototyp. Der hat den Elder schon die ganze Zeit beschossen. So, mein Freund. Bitteschön. Kriegt er erstmal einen schönen Kettenschuss und ein bisschen Schaden dazu. So, T-44. Der ist im Facehack mit unserem Objekt 430. Hier müssen wir... lad nach. Das ist halt, der Reload ist jetzt nicht der schnellste. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. Aber, um das Objekt zu retten, reicht's. So, Kill Nummer 1. Sehr gut. Schönes Ding. Spiele ich das halt als Sniper hier. Das ist auch okay. Was haben wir denn da? Eine Badget 12T. Ei, wer bist du denn? Zielen, Freunde. Loch reinstanzen. Ah, ich liebe diese Kanone. Es ist halt so befriedigend, wenn da einfach... Ja, und mit dem Elder zusammen rausgeräumt. Es ist so befriedigend, wenn da einfach mal so eine schöne 500 hochploppt hier auf Stufe 8. So, die Gegner haben nur noch ihren FV als 10er. Unsere 10er sind alle noch am Ruder. Da ist ein Objekt 430. Ja, sind wir ehrlich. Brauchen wir gar nicht drauf schießen. Warum auch? Und jetzt krieg ich vom Skoda. Nein! Ei, ei,
Ei, sowas kann immer ganz übel enden. Ja, der hat meine Seite gekriegt, da kann sie nichts machen. Oh, da ist wieder ein Leo-Prototyp. Die haben zwei Leo-Prototypen da drüben. Na? Aber auf den kann ich nicht schießen. Der steht hinter irgendeinem Hügelchen. Jetzt nicht mehr. Fehler, Herr Kollege. Guten Tag. Begrüßen Sie auf Ihrem Fest aufs Herzlichste die Beulenpest. So, das sieht doch schon gut aus. Und auf einmal ist diese ganze Runde relativ easy peasy rumgedreht worden. Also das war tatsächlich dann so ein kleines Schlachtfest, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Da, T28 Prototyp. Na? Oh, hier. Da kriegt er noch eine schöne. Ja, leider reicht es irgendwie nicht für die Kills. Ich mache überall nur ein schattengroßes Loch rein und jemand anders darf ihn dann umkillen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt müssen wir aufpassen, der Skoda schießt noch. Ich bin offen. Oh, da ist das Objekt 430. Ja, da standen sich am liebsten Löcher rein. Sehr gut. Gib ihm, gib ihm. Guck mal, mein Freund. Gegen dich reicht eine Winkelung. Na, komm. Bye, bye. Kill Nummer 2. Ach, das ist so befriedigend, wenn man die russischen Objekte verprügeln kann. Ah, wenn das mal funktioniert. Ach, herrlich. So, Skoda T50. Der kriegt auf jeden Fall... XM4. Der geht mir schon den ganzen Tag auf den Keks hier. Der müsste mir jetzt einmal auch mal eine geben. Weil da drüben, da werde ich jetzt nicht mehr viel rausholen. Aber den AMX, sonst ändert sich nichts. Dem könnte man schon noch eine geben. Und jetzt ist der Elder auch noch gestorben. Kriegt er noch eine schöne. Und wie das Gold immer fliegt. Leute, ich habe das auch mit dem Premium-Panzer nicht verstanden. Wenn ich da drauf die ganze Zeit Gold schieße, dann brauche ich kein Premium fahren. Da verdiene ich nämlich trotzdem wieder nichts. Aber eine andere Geschichte. Weil ich fahre die Premiums ja schon, um ein bisschen Knete reinzukriegen. So, Skoda T50, Nee. Ey, ich kann euch sagen, ich werde hier nirgends mehr hinkommen, weil das ist der Nachteil. Wir sind jetzt kein Rennwagen. Ich werde jetzt nirgends mehr was auf die Reihe kriegen. Unser Objekt 430 ist als einziger noch da drüben. Könnte jetzt noch Schüsse nehmen. Nimmt sich den Leo-Prototyp. Und dann fährt mein VK den Berg hinauf. Ach Gott. Ja, das ist halt leider ein bisschen traurig. Und das Objekt kriegt den Kill. So, kann ich hier ein schönes Bild machen? Moment. Oh ja. Oh, das... Oh, komm, Freunde. Komm, das müsst ihr mir mal lassen. Das sieht ja wohl voll geil aus. So. Gut, in diesem Sinne schauen wir mal in die Auswertung. Jo, und mit der Auswertung bin ich durchaus mehr als zufrieden. Das waren Unterstützer. Ja, wir haben ja immer nur Löcher reingeschossen und haben nichts getötet. Das war ein Tank-Sniper. Ja, in einem 8er Heavy. Aber was will ich machen in dem Gefecht? Was willst du tun? 10er Gefecht gegen die anderen Heavys? Schwierig. Dann haben wir genau das Richtige gemacht. Das waren 4000 Schaden. Also 3960 für alle Korinthenkacker da draußen, 800 Schaden ermöglicht, 2 Kills. Das sind 1227 Base EP. Das finde ich durchaus ansehnlich. Damit könnte man in vielen anderen Fahrzeugen schon Ace-Tanker machen. Aber hier reicht das nicht. Und wir haben mehr Schaden gemacht als der Super Conqueror, als der 60 TP, Objekt 430. Und das hat mich sehr gefreut. Das hat mich echt gefreut. Sowas macht den kleinen Ära tatsächlich glücklich, wenn man mal über diesem ganzen Russenbohlen overpowerten Zeug steht. Superkonk ist ein Engländer, ich weiß. 11 Schuss, 10 Treffer, 9 Durchschläge. Ja, da war ein Objekt 907, das darf man nicht penetrieren. Premium, deswegen fährt man Premium. 104.000 Credits, bam, raus, auf die Hand, Cash in die Tasche. Warum auch immer irgendwas fehlt hier. Warum ich jetzt, hier oben steht 72.000 und hier unten steht 104.000. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich der Multiplikator, die sind nicht dabei, die es dazu gibt für den Premium-Panzer und so weiter. Alles in allem, ich freue mich, dass ich mal wieder ein Video von mir selber zeigen konnte hier in der Normalausgabe des geilsten Panzers des Tages. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, auch wenn das jetzt nur eine 1 war, kein Panzerass. Wenn dem so ist, bleibt mir gewogen. Wenn dem nicht so ist, tut es mir leid, eure Lebenszeit verschwendet zu haben. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Macht was draus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.